Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Engel. Ich muss erstmal das Mikrofon hier hochholen. Irgendwie, oh, jetzt ist es ganz schön laut geworden. Also, was ein Durcheinander wieder, Mann. Was schafft denn der gleich da schon wieder zusammen? So, also. Fangen wir mit den Kommentaren an. Sind heute ein paar mehr. Noah Sieger, hi. Hi, Noah Sieger. Servus. Dann. Ich bin cool, darf ich in euren Clan? Dazu solltest du erstmal in die Kommentare reinschreiben, wie viele legendäre Karten hast du denn überhaupt und wie aktiv bist du? Also ich sag mal so, Gilde 2 brauchst du, also unter 20 legendäre brauchst du da eigentlich gar nicht anzufangen, das macht dann keinen Spaß. Und Gilde 1 solltest du schon irgendwo 80 legendäre aufwärts haben und halt mega aktiv sein. Alles andere macht wenig Sinn. Also, ansonsten haut's dich da voll raus hier. So, dann haben wir Manu. Oh! Ha! Ha! Geil! Manubaya! Cool! Ja, servus, servus, servus. Warte genauso wie du auf ein Mythic Zoidberg Pack. Was kriegt man denn da im Schnitt pro Pull an Stein raus? 15 Stück leider nur. Liebe Grüße zurück an dich. Leider nur 15 Stück pro Pull. Aber, ja. Sag's mal so, wenn dir eh nicht mehr so viele fehlen, dann komm, beim nächsten Mythic Zoidberg Pack kriegen wir es zusammen. Schaffen wir beide, oder? Ich glaube an uns. Jawohl. Haha. Geil, Manubaya. Muss ich dazu sagen, aus Gilde 2. Und mega cool. Freue ich mich riesig. Auch den Weg zu uns jetzt auf den YouTube-Kanal gefunden. So, Maxi Max, moin. Ich freue mich schon richtig auf das Pack-Opening. Bin in ein paar Tagen fertig. Dann melde dich bei mir. Sag mir einfach Bescheid. So, und Safi Sunshine, hoffe bei der nächsten Combo Mastery ist nicht sowas wie Handtuchmanager Dale dabei oder so. Also jetzt. Ja. Vor 7 Stunden steht hier. Vor 7 Stunden, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann weißt du bereits, dass Handtuchmanager Dale da ist. Das ist keine Prediction diesmal. Wolltest du mich jetzt hier austricksen? Nee, also, ich kann schon, ich sehe schon, wann dein Kommentar geschrieben wurde. Ja, und damit wissen wir auch schon, was auf jeden Fall drin ist. Eine der Kombos. Aber gut, also, dann. Clever hier, clever, clever, clever. So, dann schauen wir mal hier rein. Ja, Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Den Mythic Bullock, den brauchst du nicht wirklich. Also, brauchen wir nicht. So, dann gehen wir mal rein hier in den Shop und dann gucken wir mal, was hier so. Und da ist die nächste Mythic, die wir nicht brauchen, der Dale. Da ist hier tatsächlich der Bill Daughtry. Tausendmal besser. Two Butt Goat, Cuddles, Knife, Wheeling, Zeal und Bill Daughtry. Aber der Dale. Der ist der letzte Schrott hier. This is Schrott. This is Schrott, man. Google, Goggles and Cats. Box. Hat ja auch schon ein paar, also schon vorgestellt. Farnsworth. Ich krieg da jedes Mal einen Knoten in der Zunge, ne? Farnsworth's Cat. Goggles Cat, Cuddles, Knife Wielding Seal. Eugene Belcher, Steve Smith. Das Problem ist, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, vielleicht ist das die erste Karte, wo ich mich über die deutsche Übersetzung freuen würde. Aber da klingt es ja genauso besch Farnsworths Katze. Ach, also, nee. Ja, die Box ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ja, und dann sind wir auch schon so weit. Dann sind wir auch schon da in der Meisterschaft. Und da ist er. Oh, Safi Sunshine hat es kurz nachdem er rausgekommen ist, predicted. Ja. Fäbeln. Fäbeln wolltest du mich hier. So. Also hier haben wir jetzt Art of War. Schauen wir uns doch mal die Kombos an, die wir heute hier
präsentiert bekommen haben. So, also Art of War ist die erste. Und dann haben wir hier den Stewie mit Schulekarten. Einmal mit einem Neil Goodman, Goldman. Neil Goldman, Stuffington Academy. Kommt da hinten raus, Schild für alle und motivieren 13. Das ist schon nicht so schlecht, ne? Mrs. Labons. Ja. Student Lucky. Dr. Cahill. Principal Shepherd. Alles. Das sieht schon irgendwie doof aus. Ne? Wenn du da hin Stewie mit dem Preschool Grad Stewie. Naja, das brauchst du da nicht wirklich. Aber naja gut, so wie man sieht hier mit der Mythic, macht's auch, hat es auch 7-fach Schild für alle und 12-fach motivieren. Also ist eine ziemlich gute Combo. Gerade das Schild für alle ist halt echt stark, ne? Hier sogar mit Principal Shepherd 9-fach Schild für alle. Aber 500 Gems gebe ich dafür nicht aus. No way. So, also dann gehen wir mal weiter. Da ist er, der Handtuchmanager Dale, der Towelmanager Dale. So, dann gucken wir mal bei dem rein. Und ja, das ist nicht wirklich toll. Der Mythic Dale ist hier noch gar nicht drin, oder was? Warte mal. Ich muss mal was gucken. Wenn ich die blaue jetzt hier anklicke, ne? Die Mythic Dale haben sie tatsächlich. Haben sie noch nicht hier reinbekommen. Aber, naja. Uninteressant. So. Weiter geht's. Nächste Combo: Internet-Pornos. Oder auch Internet-Porn. Mim Quagmire. Naja, der geile Bock. So, dann haben wir hier mit Prescription Weed, Leon Petard, Hype No Toad. Also da hier, das ist schon Leon Petard 18-fach berauscht oder Craze. 17-fach Craze. Aber das ist halt alles, was er hat, ne? Also ganz ehrlich, ich meine, das ist schon mega viel, ja. Also so ist es nicht, ja. Es ist schon echt mega viel. Drogen. Aber dadurch, dass halt sonst nichts anderes drauf ist, ne? Es ist kein anderer Effekt drauf. Ich behaupte mal, die Karte kriegst du relativ schnell kaputt, ja. Also, natürlich, wenn er in Fahrt kommt, wenn du den ganz hinten irgendwo spielen kannst, dann ist die natürlich mega geil, ne? Aber er ist schon stark, 18-fach berauscht, ist schon mega. Aber gibt's andere Karten, die haben auch solche Berauschtwerte und haben dann noch andere Effekte dazu. Also, gut, muss sich jeder selbst überlegen, der einen Quagmire in der Mythic-Version bei sich im Deck hat, ob er da für diese Drogen-Kombo 1000 Steine ausgeben möchte. E-War ist es nicht. Dann kommt die Chest Harpoon. Das ist also, naja. Hermes. Ein weiterer sinnloser Charakter hier in Legendär. Hermes mit Waffenkarten ergibt die Chest Harpoon. Ja gut, du hast Leech, aber und Cheers. Aber das ist das Ding lohnt sich doch nicht wirklich, ja. Doch easy, ja. So, also wenn du den Hermes im Deck hast, dann den kannst du echt vergessen. So, dann kommen wir hier zu einer anderen Combo. Die ist allerdings schon echt ganz interessant. Der Half-Dog Gene. Und
Wenn man sich das anschaut, das Problem ist halt, dass wir so hart an der Grenze sind von den Werten. Wir müssten jetzt den wirklich mal, wir müssten den mal maxen. Also in allen anderen Fällen macht es eh keinen Sinn. Also wenn wir den maxen, dann haben wir hier einen Eugene Belcher mit Borax-Kit beispielsweise. Hast hier 14 Mauer, 16 Motivieren, 20 Angriff, 82 Leben plus das Schild noch mit hinzu. So, dann gucken wir mal, haben wir irgendwo eine bessere? Das ist 14, 16, 14, 16, 25. Oh, 25 Angriff. 14, 16, 25 Angriff. 14, 16, 22 Angriff. 14, 17, 28 Angriff. Mit Shrimpy Shrimps. Mit Shrimpy Shrimps. 13, 15, 22, 14, 16, 25. Also mit Shrimpy Shrimps ist es die beste Version. So. Gucken wir uns die mal an. Also nehmen wir uns mal die Shrimpy Shrimps Version vor. Eugene Belcher mit Shrimpy Shrimps gemaxt. So. Da kommt da ein Half-Dog Gene raus mit 14, 17, 28, 64. Und da gut, die 13 auch immer. Das stimmt. So. Wenn du da 10% drauf rechnest, bist du bei 15. 19-fach motivieren. 14-fach das Schild. Dann hast du 31 Angriff. Und 70 Leben. Zwei Fällen, also wenn du es zweimal machst, da hast du 14, 15, dann bist du schon beim Aufrunden. Zwei, da hast du 17. 17, 21. 17, 21, 15. 17, 21, 15. 17 Mauer, 21 motivieren. 15 Schild. 31, 34 Angriff und 70, 77 Leben. Oh, schon recht ordentlich, ne? Wenn man dann noch das Kostüm-BGI noch mit hinzurechnet, dann ist die Combo echt, also ist eine defensive Combo, definitiv. Klar. Aber schon ziemlich stark hier. Also wer einen Eugene Belcher hat und aktuell und klar, jeder hat momentan Kostümkarten im Deck, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Also jeder, der einen Eugene Belcher hat, der kann sich echt überlegen, ob er sich den Half-Dog Gene holt. Kombo ist auf jeden Fall gut. Ihr wisst ja selber, wie oft ihr die dann spielt, ne? Also, wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, dann lasst doch mal einen Moment. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Einen Daumen nach. Oh nein, das ist falsch. Einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Freue ich mich immer riesig drüber. Das wisst ihr, habt ihr ja schon mitbekommen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und läutet die Glocke. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Media Man gleich. Heute kommt noch mein Pack Opening, Mythic Pack Opening, das erste. ja, kommt dann bald noch eins, da sind dann zwei Mythics sogar mit dabei. Ja, ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Also, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.